So, ich kann auch was sagen. Ja, mach du ruhig. Ich sag halt einfach nur guten Tag, herzlich willkommen zum Videobeweis, vierter Spieltag. Ah ja. Guten Tag allerseits. Die Bundesliga ist endlich wieder zurück. Wir können alle aus dem Herbstschlaf wieder erwachen. Vierter Spieltag steht an mit einer ganzen Reihe an spektakulären Partien. Mhm. Und wir steigen aber erstmal ein mit einem kleinen Downer, damit man nicht zu schnell wieder auf Touren kommt. Freitagabend, heute Abend, Düsseldorf gegen Wolfsburg. Nachdem wir gerade Estland fertig haben. Du hast ein Statement gesetzt natürlich hier. Warum? Glaubst du an deinen VfL? Nee, das ist einfach mein innerer Wautbürger, den ich rausgeholt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, der VfL Wolfsburg, für mich ein Verein, jahrelang verachtet bis gar nicht erst beachtet, ist zurzeit in meinem eigenen Sympathie-Ranking ein bisschen nach oben gestiegen. Weil? Durch einen einzigen Spieler, Wout Weghorst. Fantastischer Mann. Das ist jetzt keine neue These, das muss man dazu sagen. Wir feiern ihn schon seit längerer Zeit. Aber auch in diesem Jahr scheint er wieder ganz gut in Form zu sein. Das ist er, ja. Und von daher sage ich gleich zu Anfang, Wolfsburg schlägt am Freitagabend 3:0 für Fortuna, schlägt Fortuna Düsseldorf 3:0. Das einzige Problem ist, bekommt keiner mit. Aber gut, die drei Punkte sind im Sack. Ich sage, Wolfsburg wird überraschend geschlagen. Von Düsseldorf kann sich nämlich im Hexenkessel in der, heißt du noch Esprit Arena? Nein, das ist natürlich die Merkur Spielarena. Kann sich in der Merkur Spielarena, haben sie überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und Düsseldorf ringt Wolfsburg mit 2:1 nieder. Aha. Samstag, erstes richtige Kracherspiel, Köln gegen Gladbach ist ein Derby, ist viel Bedeutung drin, Gladbach nominell natürlich favorisiert, Köln aber mit der Aufstiegseuphorie und mit Rückenwind vom ersten Sieg, ich glaube letztes Mal am dritten Spieltag in Freiburg gewonnen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, bisher das Konzept Rose, es fruchtet noch nicht so ganz. Nein. Ne? Immer nur rauf, rauf, schnell, schnell, wenig Ballkontakte, Hauptsache Athletik, bisher kommt nicht viel bei rum. Ändert sich das, Tobi? Ja gut, ich sag mal so ein Spiel, Köln gegen Gladbach, so ein Rhein-Derby, das ist natürlich wie gemacht für so einen Spielstil. Ne? Da kannst du die Leute ein bisschen auf den Gegner pressen, ein bisschen Panik machen, ein bisschen Hektik. Das geht natürlich meinst, gut in so einem Derby. Jetzt kommt endlich eine Mannschaft, die schlecht genug ist, um diesen ganzen Pressing-Fallen zum Opfer zu werden, zu fallen. Danke, dass du meine These übersetzt. Ja, das klingt so. Du hast gerade gesagt, Köln ist scheiße, hast du gerade gesagt. Nein, das kann man ja tatsächlich nicht sagen. Das hast du gerade gesagt. Zum Beispiel gegen Dortmund sehr, sehr gut gespielt, haben jetzt gewonnen und so weiter. Aber trotzdem, Gladbach wird hier gewinnen, klar mit 2:0. Ich sag wieder falsch. Aha. Ich sag, Gladbach hat der fabelhaften Atmosphäre im Rhein-Energiestadion. Im Rhein-Energiestadion nichts entgegenzusetzen und Köln ringt mit Hilfe der Zuschauer Gladbach mit 2:1 nieder auch. Gut, dann kommen wir wirklich zum Topspiel des Wochenendes. Das kann man so sagen. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, beide quasi jetzt schon Tabellenführerjäger. In Dortmund, da schwelt es, da brennt es, da wird sogar noch Öl reingegossen. Der Favre angezählt, ne? Ja, zwischen Favre und der Mannschaft soll es nicht mehr so richtig stimmen. Angeblich hätte Favre letztes Jahr die Meisterschaft quasi hergeschenkt, hätte keine Motivationsreden mehr gehalten. Und wir wissen alle, was das... Kann man sich gar nicht vorstellen, dass er keine Motivationsreden mehr hält? Ist total an den Haaren herbeigesagt. Der Übermotivator, der aggressive Coach. Der kann ja gar nicht anders. Eigentlich unvorstellbar. Über das Mentale. Unvorstellbar. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du die Mannschaft nicht mehr erreichst in solchen Spielen, ja, dann wirst du aufgefressen. Natürlich. Und natürlich eine Mannschaft von Peter Boos, die ja auch nur pressen, pressen, Hektik, Hektik macht. Das stimmt nicht. Wir spielen Fußball. Gut. Umso besser. Leverkusen gewinnt nämlich 3:0 und dann wollen wir mal sehen, was in Dortmund nächste Woche los ist. Ich hatte ja eigentlich das Vorhaben, einfach heimlich jedes Spiel 2:1 auf die Heimmannschaft zu tippen, aber da gleich ein Spiel kommt, wo ich es nicht machen kann, weiche ich jetzt auch davon ab. Gib dir recht und ich glaube nämlich tatsächlich, dass meine Leverkusener, nämlich ich bin ja Werkself-Fan, oder heimlicher Werkself-Fan, deswegen ich habe auch gegen Wolfsburg nicht, die sind gleichzeitig mit Hertha damals hoch, ist für mich ein Traditionsverein. Und Leverkusen hat eine raketenmäßige Offensive, die werden den Hummels und Schmelzers und Pischeks oder wer auch immer da hinten rumläuft, ein ums andere Mal enteilen und Leverkusen gewinnt 2:0. Hui, nehmen wir so mit und gehen gleich einen weiter. Nee, warte, ich sag 4:2. Leverkusen kriegt ja auch immer Tore. 4:2, 4:2 gewinnt Leverkusen. Okay, schnell durchgestrichen, weiter geht's. Denn wir kommen gleich zum nächsten Highlight, möchte ich nicht sagen, aber Mainz gegen Hertha spielt. Und ich mach's ganz schnell, Adam Scholler ist zurück, 3 Tore, 3:0, fertig die Kiste. Ich sage, Hertha muss wieder zurück zu seinen Ursprüngen finden, zu ihren Ursprüngen finden, die alte Dame. Das heißt, wir müssen wieder eklig werden. Wir müssen uns irgendwie
kratzen, beißen, kämpfen, irgendwie den ersten Sieg holen und wir gewinnen jetzt irgendwie 1-0 auswärts. Du willst also sagen, Čović muss den besseren Dardai machen? Ja, Čović muss überhaupt einen Dardai machen. Das heißt es ja, nach drei Wochen wurde das Konzept schon wieder total über den Haufen geworden. Das heißt, wir müssen endlich wieder stabil stehen. Fußball spielen, die Idee war scheiße. Wir stehen jetzt wieder hinten massiert. Und gewinnen irgendwie, ekeln wir einen rein, 1-0 und die Pointe, Niklas Stark. Niklas Stark wird angeschossen, kriegt den Ball gegen das Knie, trifft. Na gut. Ich glaube, der Mann, der am längsten nicht von Löw eingesetzt wurde, trotz Nominierung. Das ist richtig. Wir bleiben in der Hauptstadt, wechseln aber zum kultigen. Übersicher. Zum kultigen Stadtteilclub nach Köpenick. Das ist ja ein richtiges Kulttreffen. Union gegen Werder. Was denkst du, kann Werder bestehen? Ja, ich glaube schon. An der alten Försterei, ja? Ja, das ist so eine Truppe, die scheißt auf Kult und Sympathie und so weiter. Das stimmt doch gar nicht. Werder, das ist die Werder-Identität. Aber okay, erzähl. Nee, das ist einfach eine Truppe, die lässt sich davon nicht verrückt machen. Die kennt das von zu Hause und weiß, komm, lass die da singen und schreien und Green, White, Wonderwall, was auch immer ihr wollt. Die spielen das locker runter. Und dann zeigen die dem Aufsteiger aus Berlin, wie Bundesliga-Fußball funktioniert. 1-2 eingeschenkt, fertig ist. 2-1 am Ende für Bremen. Ich sag, Werder gewinnt 5-1. Ach, was. Und ich begründe es nicht weiter. Hat auch tatsächlich nichts mit Antipathie zu tun, aber Werder, okay. Werder werden, kann Fußball spielen. Wir werden Montag ab. Werder kann aber auch ackern. Deswegen, die gewinnt 5-1. Ja. Dann geht's weiter, Augsburg-Frankfurt. Gut, da hat Frankfurt natürlich ein Problem. Edelfan Steffen Freund kommentiert nicht. Das heißt, sie spielen nur mit 11 Mann. Ach so, sie müssen sehen, wie sie in Augsburg bestehen können. Nein, ernsthaft, Frankfurt. Wäre es möglich, dass sie RTL Nitro die Rechte an allen Frankfurt-Spielen sichert, egal ob Europa oder nicht? Ich würde es gerne, gerne wissen. Wenn ich Programmdirektor wäre, da würde ich alles Geld reinstecken. Scheiß überlegen. Auf alle anderen Nischen-Sendungen, die ja. Eh keiner guckt. Ach, holt euch die Eintracht. Ansonsten 24-7 Terence Hill und Bud Spencer und ansonsten... Frankfurt. Jedenfalls für Frankfurt eine riesige Chance, muss man ganz ehrlich sagen. Da fährt gerade, da hat Mario Balotelli gerade jemanden bezahlt. Ah, jetzt ist er weg. Jedenfalls für Frankfurt eine riesige Chance, denn die Mannschaft, die ja sonst riesige Probleme hat, überhaupt mal 3 Tage verschnaufen zu können, hatte jetzt Länderspielpause. Das heißt, die konnten mal so richtig zu Kräften kommen nach der anstrengenden Europa-League-Qualifikation und werden jetzt mal zeigen, was in ihnen steckt. Gewinnen in Augsburg 3-0. Ich glaube, Frankfurt braucht diesen 3-Tages-Rhythmus, sonst können die gar nicht mehr. Die sind jetzt so ein bisschen verkalkt. Da ist auch nicht genug Feuer drin. Jetzt kommen auch noch hohe Erwartungen dazu, wo der Kader endlich komplett ist. So ist zurück, dann spielt dieser André Silva plötzlich vorne drin, aber merkt, Augsburg, das ist ja ekelhaft. Ja. Das macht ja gar nicht so viel Spaß, wie die mir erzählt haben. Deswegen geht es zwar nicht komplett in die Hose, aber 1-1. Na gut. Auch, weil ich noch gar kein Unentschieden getippt habe. Und Unentschieden gibt es immer. Klar. Dann ein ganzes Land. Ein ganzes Land schaut auf das Spiel, was wir jetzt haben. Ja, das kann man so sagen. Das ist das Top-Spiel der Woche. Top-Spiel der Woche. International wie global. Ja, 212 Länder übertragen vielleicht. Möglicherweise. Vielleicht etwas weniger. Aber natürlich, die ganze Slowakei schaut auf MFK Dukla gegen MFK Tatran. Ja, du hattest jetzt die kompletten Namen vergessen. MFK Dukla Banská Bystrica gegen MFK Tatran Liptovický Mikuláš. Ungefähr richtig ausgesprochen. Du hast jetzt die ganzen Namen halt falsch gesagt. Jetzt war hier noch MFK Dukla. Banská Bystrica gegen MFK Tatran Liptovský Mikuláš. So, damit sind wir ungefähr beim Spiel, was die Slowakei am Wochenende bewegt. Ich mach's kurz. Ein Spiel wie diese beiden Namen 0-0. Das glaube ich überhaupt nicht. In der zweiten slowakischen Liga fallen viele Tore. Aha. Und zwar geht das Spiel höchstwahrscheinlich für den favorisierten Club Banská Bystrica mit 3-0 gewonnen. Schauen wir uns Montag nochmal genauer an. Sonntag dann Hoffenheim gegen Freiburg. Noch eine Art Derby. Will, glaube ich, keiner hören. Aber immerhin 2 Mannschaften aus Baden. Das stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, Vincenzo Grifo darf nicht spielen, weil Hoffenheim Angst hatte, dass er ihn einschenkt. Wenn solche Geschichten, die werden ja nur vom Fußball geschrieben und wer spielt statt Vincenzo Grifo? Ich würde sagen, ich glaube, da ist Borriello, der quasi eigentlich von Grifo jetzt verdrängt werden würde, aber nochmal eine Chance bekommt. Und was und wird er machen? Ja, natürlich, da wird er sich quasi zum Abschied was wieder nochmal... Was wird er machen? Ja, ja. Er wird gar nichts machen. Ich glaube tatsächlich, ohne Grifo reicht es halt nicht. Ohne Grifo reicht es nicht. Bei Freiburg ist jetzt erstmal der Positivtrend gestoppt nach der Niederlage gegen Köln. Die kommen jetzt langsam wieder auf den Boden der Tatsachen an und kriegen von Hoffenheim erstmal eine schöne kleine Reise. Leider Gottes, aber 4-1 für Hoffenheim. Nein, nein, die sympathischen Freiburger werden auch hier was holen und mit einem 2-2 das Feld verlassen. Gut, und dann zum Abschluss des Wochenendes ein Spiel, auf das ich mich besonders freue. SC Paderborn gegen Schalke 04. Schalke, gerade gegen Hertha gespielt, sind jetzt quasi mit Selbstbewusstsein ausgestattet gegen Paderborn, die bisher gut gespielt haben, allerdings noch nicht so viel mitgenommen haben. Was sagst du? Hat Paderborn schon einen Punkt geholt? Ja, ja. Gegen Freiburg? Nee.
Wann hat Paderborn einen Punkt geholt? Haben Sie nicht gegen Wolfsburg mindestens einen Punkt geholt? Ja. Okay, egal. Okay, ja, Paderborn bisher nicht viel zählbar, ist bei rumgekommen. Und das ist ein Problem für einen Aufsteiger, weil dem immer alle sagen, die würden gut spielen. Aber wenn sie nichts mitnehmen, hilft das ja nichts. Und das Problem ist, dass mit Schalke genau eine Truppe kommt, gegen die es genau gleich laufen wird. Paderborn wird ein ordentliches Spiel machen, wird wahrscheinlich Torchancen haben ohne Ende. Aber Schalke wird sich irgendwie durchmurksen und durchmogeln und am Ende glücklich 1:0 gewinnen. Auswärts. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Paderborn schlägt Schalke zum Abschluss des Wochenendes 3:0. Wir werden also am Montag sehen, wer von uns beiden häufiger recht hatte oder ob alle Tipps mal wieder Käse waren. Wir wünschen euch trotzdem ein wunderbares Wochenende mit diesen Begegnungen. Schaut mal rein, möglicherweise in der Bundesliga oder notfalls Spieltag in der Slowakei. Denn es ist wirklich ein fantastisches Wochenende, oder? Wir freuen uns drauf. Absolut. Viel Spaß. Bis dahin.